12. April 1970. Im noblen Mainzer Villenviertel dringt ein Mörder unbemerkt in das Haus der Arztfamilie G. ein. In diesem Mainzer Bungalow einen Doppelmord entdeckt. Am nächsten Tag werden die Leichen der 17-jährigen Dorothee und ihrer Mutter entdeckt. Zwei Frauen getötet in ihrem Haus und kein Motiv erkennbar. Jeder war wie starr vor Entsetzen. Monate nach der Tat nimmt die Polizei einen 26-jährigen Hilfsarbeiter fest. Klaus Bräunig. Seit 52 Jahren sitzt er für diesen Doppelmord im Gefängnis. So lange wie kaum ein anderer in Deutschland. Unschuldig, wie er sagt. Natürlich hat der Staat mir das Leben kaputt gemacht. Nein, ich bin kein Mörder. Ich habe die Frau nicht umgebracht. Nun will die Rechtsanwältin Caroline Arnemann den Fall neu aufrollen. Ich glaube schon, dass dieses Urteil so nicht hätte ergehen dürfen. Die Polizei hat keine eindeutigen Spuren, keine Beweise in der Hand, nur widerrufene Geständnisse. Es gibt aus meiner Sicht keine Zweifel, dass Klaus Bräunig der Täter ist. Sitzt Klaus Bräunig seit einem halben Jahrhundert zu Unrecht im Gefängnis? Rechtsanwältin Caroline Arnemann. Sie ist auf dem Weg nach Dietz, zur größten Justizvollzugsanstalt in Rheinland-Pfalz. Sie will einen Mann aus dem Gefängnis holen, der da schon 16 Jahre inhaftiert war, als sie geboren wurde. Für ihren Mandanten ist es wahrscheinlich die letzte Chance. Klaus Bräunig ist jetzt 78 Jahre alt. Verurteilt wurde er für einen brutalen Doppelmord. Er sagt, er sei unschuldig und kämpft für einen Freispruch. Seit mehr als 50 Jahren. Ich will draußen noch ein bisschen leben. Ich will nicht hier im Knast sterben. Ich kämpfe um mein Recht. Mehr will ich doch nicht. Caroline Arnemann will sich ein klares Bild machen. Ein Fall voller Fragezeichen. Klaus Bräunig hat die Tat gestanden, aber anschließend seine Aussagen widerrufen. Hallo, Herr Bräunig. Guten Tag. Wenn er nicht der Mörder war, weshalb gesteht er? Ging es bei den Vernehmungen mit rechten Dingen zu? Die Polizei vernimmt sie, die stellt ihnen Fragen, dann antworten sie. Ja. Und dann fangen die ja an, das auf Papier zu schreiben. Wer hat das gemacht? Haben das die Polizeibeamten selbst gemacht? Ja, oder war da noch jemand dabei? Nee, immer die Kripo selbst gemacht. Das weiß ich ganz genau, immer die Kripo selbst. Wer hat das geschrieben? Jeder Beamte, der da drin kam, gell? Jeder hat was geschrieben. Und da habe ich immer gesagt, ich habe es nicht durchgelesen, ich habe es bloß unterschrieben. Ich wusste gar nicht, was ich unterschrieben hatte. Ja. Die Geständnisse, sie sind eines der großen Rätsel in diesem Fall. Kann es wirklich sein, dass Klaus Bräunig nicht wusste, was er unterschreibt? Dass er, ohne nachzudenken, einen Doppelmord gestanden hat? Sicher ist, Klaus Bräunig kann nicht gut lesen und schreiben, hat keinen Schulabschluss. Gutachter haben einen Intelligenzquotienten von 75 bei ihm festgestellt. Damit gilt er als lernbehindert. Es ist ein grausames Verbrechen, für das er verurteilt wurde. Ein Doppelmord an Mutter und Tochter, begangen in einer Aprilnacht im Jahr 1970. Die Opfer, Margot Geimer und ihre Tochter Dorothee. Margot ist Kinderärztin, bekannt und beliebt in Mainz.
Dorothee ist gerade 17, als sie ermordet wird. Niemand weiß, wie der Mörder in ihr Haus gekommen ist. Es gibt keine Spuren. Ein rätselhafter Fall. 2 Jahre später, 1972, steht Klaus Breunig vor Gericht. Der Prozess gegen ihn sorgt für Aufsehen. Es gibt keinen eindeutigen Beweis, nur mehrere Geständnisse, die er alle widerrufen hat. Ist hier der Richtige angeklagt, fragt die Presse. Ein Hilfsarbeiter? Der Schuldspruch ist umstritten. Die Richter urteilen lebenslänglich. In München macht sich Caroline Arnemann an die Arbeit. Sie ist Strafverteidigerin und Partnerin in einer renommierten Anwaltskanzlei. Es ist nicht ihr erstes Wiederaufnahmeverfahren. Aber der Fall Breunig ist eine Herausforderung. Der Mord über 50 Jahre her. Sie braucht neue Beweise, muss das Gerichtsurteil in seinen Grundfesten erschüttern. Nur so kann sie den Fall erneut vor ein Gericht bringen. Der Optimalfall wäre, ich würde den Täter finden. Also ich hätte jemanden, der nachweisbar diese Tat begangen hat. Das Problem bei Wiederaufnahmeverfahren ist, dass die Justiz sehr zurückhaltend agiert. Das heißt, die Hürde wird extrem hochgelegt. Die Justiz kann kein Interesse haben, ein Verfahren nach 50 Jahren nochmal anzufassen, denn sie müsste ja ansonsten irgendwann eingestehen, dass hier ein Unschuldiger 50 Jahre in Haft war. Die juristischen Hürden sind hoch. Und Klaus Breunig kann sich eine Anwältin wie sie eigentlich nicht leisten. Sie hat den Fall trotzdem übernommen. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig, was man noch daraus machen kann. Einen Mandanten zu haben, der so lange in Haft ist, das hat man nicht jeden Tag. Das Verbrechen ist über 50 Jahre her. Aber es hat sich bis heute tief in die Seelen der Angehörigen und Freunde eingegraben. Margot Geimer ist in Saulheim bei Mainz aufgewachsen. Dort lebt noch heute ihr Neffe Jürgen Hart. Er war als einer der Ersten am Tatort. Ich war an diesem Tag mit der Dorothee verabredet. Ich wollte ja aufs Grundstück und da wurde ich abgehalten davon. Da wäre ein Mord passiert und ich darf das Grundstück nicht betreten. Das war schon sehr bedrückend. Ich meine, ich war damals 15 Jahre alt und ich war natürlich massiv geschockt, ne, weil ich doch sehr nettes Verhältnis hatte zu meiner Tante und meiner Cousine. Und zumal wir sie ja auch am Tag vorher ja noch hier in Saulheim noch gesehen haben. Sie war den ganzen Tag da. Margot heiratet 1949 Rudolf Geimer. Sie haben sich beim Medizinstudium in Heidelberg kennengelernt. Sie eröffnet nach dem Studium eine Kinderarztpraxis in Mainz. Rudolf ist in Rumänien geboren, arbeitet als medizinischer Direktor für Böhringer, ein weltweit führendes Pharmaunternehmen. Er ist für den Vertrieb von Medikamenten im Ausland zuständig. Tochter Dorothee ist das einzige Kind. Sie besucht in Mainz eine Mädchenschule. Hier am Frauenlob-Gymnasium gilt Dorothee als Musterschülerin. Eine ihrer Freundinnen von damals ist heute Musiklehrerin. Cornelia Berg kannte Dorothee von Kindheit an. Als sie von dem Mord erfährt, sitzt sie gerade im Unterricht. Jeder war wie starr vor Entsetzen, weil ja auch, es war kein Autounfall, was man sonst so vielleicht mal hätte erleben können. Und dieses entsetzliche Erlebnis, mit dem sie aus dem Leben geschieden ist, das bleibt immer wieder so, dass man aufschreien möchte. Das Haus der Geimers steht in Mainz in einem gutbürgerlichen Viertel.
Die heutigen Besitzer möchten keine Filmaufnahmen. Dank ihrer Unterstützung, den Bildern und Beschreibungen von damals, lässt sich der Tatort aber rekonstruieren. So wie ihn die Polizisten am 13. April 1970 betreten. Die Ermittler gelangen vom Eingangsbereich in das Wohnzimmer. Eine Wendeltreppe führt von hier zum ersten Stock und zum Souterrain. Die Beamten gehen zunächst hinunter zum Fundort von Dorothee Geimer. Die 17-Jährige liegt auf ihrem Bett, der Kopf zeigt zum Fußende. Sie ist nur mit einem Slip bekleidet. Spermaspuren oder sonstige Hinweise auf ein Sexualdelikt gibt es nicht. Ihr ganzer Körper ist mit Blut beschmiert. Der Täter hat ihr einen tiefen Schnitt quer durch das Gesicht beigebracht. Außerdem hat sie Wunden an der Stirn, am Hinterkopf und einen Schnitt durch die Kehle. Es gibt sehr viele Blutspuren. Auch der Täter muss mit Blut bespritzt worden sein. Es findet sich keine Tatwaffe, nichts, was auf den Täter hinweist. Die Polizei stellt das Tagebuch der Tochter sicher und eine Wasserpfeife zum Konsum von Drogen. Im ersten Stock entdecken die Polizisten die getötete Mutter. Die einzige Verbindung zwischen den beiden Tatorten ist die Wendeltreppe. Am Ende der Treppe befindet sich rechts das Badezimmer, direkt daneben Margot Geimers Zimmer. Die Tür ist leicht geöffnet, man kann das Fußende sehen. Die Leiche liegt im Bett und ist bis zur Brust zugedeckt. Sie trägt lediglich ein zugeknöpftes Bettjäckchen. Der Schädel ist geradezu gespalten. Eine 4,5 cm breite Wunde zieht sich vom linken Jochbein bis zum Scheitel. Die Kinderärztin muss innerhalb kürzester Zeit verblutet sein. Ein Tatort, der wenig Rückschlüsse auf ein Motiv zulässt. Nichts deutet für die Ermittler zu diesem Zeitpunkt auf ein Sexualverbrechen oder einen Raubmord hin, wie sie festhalten. Wenn ich an diesen Moment denke, gerade, es stimmt ja wohl, dass meine Schulkameradin noch wach war, als sie überfallen wurde. Das verjährt nicht, was ihr widerfahren ist. Das ist ja noch grausamer, als wenn man im Schlaf überfallen wird. Ein rätselhafter Doppelmord, der im Zuge der Ermittlungen nur noch weitere Fragen aufwirft. Von den Polizisten von damals lebt kaum noch jemand. Hermann Gläser ist einer der wenigen Kriminalbeamten, der heute Auskunft geben kann. Er war 25 Jahre lang Leiter der Mordkommission in Mainz und ist als junger Polizist an den Ermittlungen im Mordfall Geimer beteiligt. Eine furchtbare Tat, eine schlimme Tat, Riesenaufregung in der Stadt, Riesenaufregung auch bei Polizei und Staatsanwaltschaft, auch ein gewisser Ermittlungsdruck. Die Polizei rekonstruiert zunächst, was in den Stunden vor dem Mord passiert ist. Am Sonntag steht die Familie früh auf. Ehemann Rudolf Geimer fährt auf Dienstreise. Gegen 7:45 wird er von einem Fahrer seiner Firma abgeholt und zum Flughafen gebracht. Margot Geimer macht am Vormittag noch Hausbesuche bei zwei jungen Patienten. Sie erzählt, dass sie Angst hat, weil sie in den nächsten Wochen allein zu Hause sein wird. Gegen 13 Uhr fährt sie mit Dorothee zur Großmutter nach Saulheim. Sie treffen dort auch Margots Schwägerin und ihren Neffen Jürgen. Ganz normaler Familiensonntag. Ganz normal. Mittagessen mit der Oma. Draußen im Garten gesessen. Nachmittags Kaffee getrunken. Und dann ging es ab nach Mainz. Gegen 17 Uhr fährt Margot Geimer mit ihrer Tochter nach Mainz zu Dorothees Freund Bruno und dessen Familie. Im Fernsehen läuft der Krimi wie ein Blitz, ein Straßenfeger. Kein Mensch ist unterwegs, was die Suche nach Zeugen für diesen Abend noch erschweren wird. Um 8:45 verabschieden sich Dorothee und Margot Geimer. Es ist das letzte Mal, dass Margot und Dorothee lebend gesehen werden. Um ca. 22 Uhr müssen sie zu Hause angekommen sein. Nachbarn bemerken, dass im Haus gegen 22.30 Uhr Licht brennt. Eine Nachbarin, die 150 Meter entfernt wohnt, hört um ca. 1 Uhr nachts einen grellen Schrei, aber sie denkt sich nichts dabei. Am Morgen kommt die Putzfrau, wie jeden Montag. Sie geht aber nicht in die Zimmer der Frauen, weil sie annimmt, dass die noch schlafen. Um etwa 13 Uhr erscheint Dorothees Freund Bruno am Haus der Geimers, um nach ihr zu sehen, denn sie war nicht in der Schule.
Er entdeckt die Leiche seiner Freundin. Er läuft zur Nachbarin. Die ruft die Polizei, die auch die Leiche von Margot finden wird. Die Ermittler arbeiten unter Hochdruck. Eine Sonderkommission wird gebildet. Beamte aus ganz Rheinland-Pfalz werden hinzugezogen. Über 450 Spurenakten werden angelegt, in denen die unterschiedlichen Ermittlungsansätze dokumentiert werden. Wie konsequent war die Polizei dabei? Wer außer Bräunig kam als Täter in Frage? Caroline Arnemann hat zwar die Hauptakte, aber die detaillierten Spurenakten fehlen. Auch die Bilder vom Tatort sind verschwunden. Es ist auf dieser Grundlage deshalb schwer zu rekonstruieren und zu beurteilen, wie akkurat die Beamten ermittelt oder ob sie vielleicht etwas übersehen haben. Ich weiß, dass offensichtlich bei einem Umzug der Justiz irgendwann nach meinem Kenntnisstand in den 80er Jahren wohl ein Band der Hauptakte verloren gegangen ist. Das hat man mir auch mitgeteilt, dass man mir die nicht zur Verfügung stellen kann. Wo der Rest ist, kann ich nicht sagen. Entweder sind die irgendwo bei der Staatsanwaltschaft Mainz in irgendeinem Keller, wo keiner weiß, dass sie liegen. Oder die gibt es und ich bekomme sie nur nicht, aus welchen Gründen auch immer. Oder es gibt sie nicht mehr. Wer das dann aber angeordnet hat, die zu vernichten, entzieht sich vollständig meiner Kenntnis. Fest steht, die Stadt ist nach dem Doppelmord in großer Angst. Die Polizei steht unter erheblichem Druck. Ein Täter muss schnell gefunden werden. Eine der ersten Spuren, die verfolgt wird, ist die zum Ehemann, Rudolf Geimer. Er verlässt am Morgen vor dem Mord das Haus. Er will zu einer Konferenz nach Teheran. Ein Fahrer der Firma Böhringer holt ihn ab und bringt ihn zum Flughafen. Bei Vernehmungen gibt der Fahrer an, dass Geimer anders als sonst auffallend still gewesen sei. Die Ermittler überprüfen, ob Geimer wirklich ins Flugzeug gestiegen ist. Eine Stewardess kann sich an den Passagier erinnern. Auch ihr fällt auf, er sei nervös gewesen. Daraufhin bitten die Ermittler Interpol um Hilfe. Die Polizei vor Ort findet heraus, Rudolf Geimer wurde nach seiner Ankunft längere Zeit nicht mehr gesehen. Es ergibt sich eine Lücke von 9 Stunden. Zudem hat Geimer kurz vor seiner Rückreise Fotos am Flughafen gemacht. Und das, obwohl er wusste, was zu Hause passiert war. Wollte er damit sein Alibi dokumentieren? Die Ermittler konfrontieren Rudolf Geimer damit. Er bestreitet, etwas mit der Tat zu tun zu haben. 2 Beamte fliegen nach Teheran. Um das Bild wirklich rund zu machen, war es einfach auch notwendig, der zur Tatzeit nicht anwesende Ehemann zu überprüfen. Das gehört einfach dazu, das ist Routinearbeit. Und das Ergebnis war, er konnte zur Tatzeit nicht in Mainz gewesen sein. Vielleicht ein Auftragsmord? Welches Interesse könnte Rudolf Geimer daran gehabt haben, Frau und Tochter ermorden zu lassen? Es wurde überall spekuliert. Es gab natürlich Leute, die meinten, ihr Vater sei ja weg gewesen. Ja, 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 und so ungefähr. Hat er denn ein Alibi? Dann hat er jemanden bestellt. So gut, wie ich glaube, eine menschliche Erinnerung an diese Familie zu haben, kann ich mir nicht vorstellen, auch nur ansatzweise, dass er diese Familie hätte abschütteln wollen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Die Akten zeigen, die Polizei geht auch dieser Theorie nach und stellt fest, Margot Geimer hatte eine Lebensversicherung. Kann das ein Motiv sein? Schnell aber verfolgen sie eine weitere Spur. Ein ungeklärter Mordversuch aus dem Jahr davor. Im Mai 1969 wird die Studentin Irmgard F. in ihrem Schlafzimmer überfallen. Keine 6 Kilometer entfernt vom Tatort Geimer. Der Täter flieht. 6 Wochen später der 2. Überfall auf die junge Frau. Diesmal wird sie lebensgefährlich am Kopf verletzt. Und auch hier kein Motiv erkennbar. Wie der Täter ins Haus gekommen ist, unklar. Die Beamten verbinden die Fälle, glauben einem Serientäter auf der Spur zu sein.
und stellen fest, dass die Tatorte in einem Gebiet liegen, in dem auch immer wieder Spannervorfälle gemeldet werden. Im Februar und im März, ein Täter klopft an die Fenster und onaniert, wenn die Frauen ans Fenster kommen. Im April 1970 geht es in der Nähe der Geimers weiter. Der Mord an Margot und Dorothee Geimer geschieht in der Nacht vom 12. auf den 13. April. Die Polizei vermutet nun einen Sexualstraftäter, der sich zum Mörder entwickelt hat. Allerdings gibt es weder im Fall Geimer noch im Fall der Studentin Hinweise auf Missbrauch oder Vergewaltigung. Zudem gehen die Spannervorfälle nach dem Doppelmord weiter. Wenn der Spanner auch der Mörder ist, begnügt er sich nun wieder damit, die Frauen nur zu beobachten. Die Beamten überwachen das Gebiet und setzen vermehrt zivile Streifen ein. Sie erwischen einen Voyeur auf frischer Tat. Einen Mann, der auf Strumpfsocken auf ein Grundstück schleicht. Seine Sandalen hat er in der Hand. Er beobachtet gerade drei Studentinnen, die sich in ihrem Souterrainzimmer umziehen. Es ist Klaus Bräunig. Er wird am 24. Juni 1970 um 1.40 Uhr verhaftet und gesteht, die Studentinnen beobachtet zu haben. Dabei bleibt er bis heute. Den Mord an Dorothee und Margot Geimer will er nicht begangen haben. Auch mit dem Überfall auf Irmgard F. im Jahr zuvor habe er nichts zu tun, sagt er. Er ist allerdings zweifelsfrei ein Voyeur und Exhibitionist, ein Lubberer, wie man in Mainz sagt. Nur das räumt er ein. Als ich gelubbert hat an das Haus, streiche ich doch nicht ab. Das gebe ich auch gern zu. Was ich gemacht habe, war Schweinerei, das weiß ich auch. Das andere habe ich immer abgestritten. Nee. Wir waren erleichtert. Und man konnte der Bevölkerung sagen, es ist das theoretisch mögliche Gefahrenpotenzial, da ist noch ein Täter, der Gewalt ausübt, das existiert wahrscheinlich nicht mehr. Es war so quasi, ja, es war Ruhe. Schon bald nach seiner Verhaftung kommt es zu den verhängnisvollen Geständnissen. Nach erheblichem Vernehmungsdruck gesteht Bräunig, die Tat doch begangen zu haben. Ein klarer Fall? Der Mainzer Rechtsanwalt Klaus Wasserburg sieht das gänzlich anders. Als junger Jurist übernahm er den Fall. Bräunig saß da schon im Gefängnis und bat ihn um Hilfe. Dieser Fall, das war mein erster Fall als Anwalt, der hat mein ganzes Leben geprägt. Durch diesen Fall bin ich am Strafrecht hängen geblieben, weil ich habe gesagt, was ich da erlebe und sehe, das ist unfassbar. Da muss man was machen. Klaus Wasserburg ist überzeugt davon, dass Klaus Bräunig ein Opfer der Justiz ist und dass die Geständnisse falsch waren. Hier war es so, dass der Bräunig am Anfang nach seiner Verhaftung keinen Verteidiger hatte. Man muss dazu wissen, dass der Bräunig psychisch etwas zurückgeblieben ist. Er hat einen niedrigen IQ und kann sich nicht verteidigen. Das wäre also der zwingend klassische Fall gewesen, dass er einen Verteidiger hätte bekommen müssen, der bei seinen Vernehmungen dabei ist. Zwei Monate lang ist Bräunig ohne Verteidiger. Er fühlt sich von der Polizei unter Druck gesetzt. Das zeigen auch die Vernehmungsprotokolle. Obwohl B. nicht den Eindruck macht, als sei er leicht erregbar, bricht er gelegentlich, meist vor Geständnissen, in Tränen aus. Er begann zu weinen. Es dauerte eine ganze Weile, bis er sich wieder beruhigt hatte. Schilderungen wie diese gibt es mehrfach in den Protokollen. Es ist so, heute würde man das mit großer Wahrscheinlichkeit anders machen. Heute würde man ihm bei Beginn der polizeilichen Vernehmungen, beim Ermittlungsrichter, spätestens dann, wenn er in die JVA eingeliefert wird, würde man ihm einen Pflichtverteidiger zur Seite stellen.
Und man hätte ihn wahrscheinlich, das muss man heute zugestehen, zu einem früheren Zeitpunkt ihm zur Seite stellen müssen. Caroline Arnemann fragt sich, wie wahrscheinlich ist es, dass sich ein Voyeur zum Mörder entwickelt? Ich war nicht dabei. Ich glaube, dass so eine Tat nicht zu seiner Persönlichkeit passt. Die Opfer sind auch sehr erheblich verletzt worden. Das traue ich ihm nicht zu. Sie fährt zu dem Psychologen, der Klaus Breunig gut kennt. Er hat ihn über Jahre hinweg therapeutisch behandelt. Hallo, Warnung. Hans Breuniger. Das ist eine gute Fahrt. Bitte schön. Bei späteren Haftprüfungen hatte er immer wieder versucht, seine Sicht einzubringen. Vergeblich. Er ist bis heute überzeugt, Breunig ist kein Mörder. Er war ein kleiner Spanner, ja, so würde man das heute sagen, der aufgrund seiner Ängste, auch vor Frauen, vor Mädchen, immer mal wieder sich bei Zimmern von Studenten da reinguckte und dann zusah, wie die sich umzogen oder. Das ist alles durchaus nachvollziehbar, das steht er auch zu, das wurde auch in der Therapie bearbeitet. Für die Richter ist er sexuell schwer gestört. Sie halten ihm mehrere Übergriffe vor. Unter anderem habe er sich mit Anfang 20 in das Zimmer einer jungen Frau geschlichen und sich unter ihrem Bett versteckt. Schon als Heranwachsender im Alter von 13 habe er ein 7-jähriges Mädchen im Intimbereich berührt und verletzt. Angezeigt wird dieser Fall nie. In Presseberichten zum Prozess wird daraus eine Vergewaltigung. Ist Breunig also ein aggressiver Sexualtäter? In der Therapie ging sein Psychologe dieser Frage nach. Wollen wir mal gucken, ob es auch im Rahmen der Behandlung für mich Anzeichen gibt dafür, dass hier so etwas auch tatsächlich stattgefunden haben könnte. Und ich habe die nicht gefunden. Ich sah einen einfach strukturierten, sozial inkompetenten Menschen, der zeitlebens Schwierigkeiten hatte, Mädchen und junge Frauen kennenzulernen. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Voyeur und Exhibitionist zum brutalen Mörder wird? Hans Breuniger hält das für sehr selten. Das sind in der Regel Menschen, die Schwierigkeiten haben, eigentlich auf der Beziehungsebene. Aber da schließt sich keineswegs zwangsläufig auch immer ein hochaggressiver Akt an. Das Schwurgericht in Mainz bringt die Morde hingegen in Zusammenhang mit seiner sexuellen Entwicklung und seinem Lebenswandel. Der Angeklagte kam zum Onanieren, durch Lesen und Betrachten von Pornoheftchen. Besucht Bordelle. Verkehrte in der Carlton Bar. Er machte Zechen bis zu 200 D-Mark. Vor Gericht werden Klaus Breunig mehrere Taten angelastet. Er soll eine Krankenschwester überfallen haben. Dafür gibt es keine Beweise. Er soll im Sommer 1969 versucht haben, die Studentin Irmgard F. zu ermorden. Auch hier keine Beweise. Und nun der Mord an Margot und Dorothee Geimer. Von den Richtern lebt niemand mehr. Einer der Geschworenen, Heiner Bögler, erinnert sich noch genau an den Prozess und in welcher Atmosphäre der stattfand. Da wurden Frauen geladen, die also hier als Zeugen vernommen wurden, wie er sich also beim Geschlechtsverkehr verhalten hatte, welche Emotionen er geäußert hat und all wie das Ganze gelaufen ist. Oder wie er sich dann beispielsweise bei Frauen am Fenster rumgedrückt hat. Das waren Dinge, die mich also so zunächst mal schockiert haben. Denn man muss sich überlegen, das war 1972. Das war eine Zeit, da war man in der Frage Sexualität und Moral auf einer ganz anderen Wellenlänge. Breunig treibt sich damals im Mainzer Nachtleben herum. Er hat keine feste Freundin. Es fällt ihm schwer, Frauen kennenzulernen. Als er sich in die Bedienung einer Erotikbar verliebt, folgt er ihr nach Hause und hämmert gegen ihre Tür. Aber sind das Belege dafür, dass er brutal und aggressiv war?
Im niedersächsischen Dinklage lebt eine frühere Freundin von Klaus Breunig, Rita Wagner. Sie war mit ihm im Sommer 69 für einige Wochen zusammen und hat ein gänzlich anderes Bild von ihm. Er war eigentlich nett, freundlich, ein bisschen zurückhaltend, aber sonst eigentlich normal. Wir sind gleich ins Gespräch gekommen, haben uns auch gleich gut angefreundet. Dann wurde nachher mehr draus. Aber ich fand ihn ganz normal. Also nicht irgendwie, dass ich sagen kann, der ist zu aufdringlich oder frech oder so, gar nichts. Also ganz normaler junger Mann. Rita Wagner sagt, sie habe das damals auch vor Gericht so ausgesagt. Im Urteil fühlt sie sich insgesamt falsch wiedergegeben. Dort heißt es, er habe von ihr sexuell angeleitet werden müssen. Ein Muttersöhnchen, verklemmt, kein Mann mit einer normalen Sexualität. Dass sie ihn nicht für aggressiv halte, sei im Urteil dagegen nicht gewürdigt worden. Ich habe dann auch also gleich zum Richter gesagt, dass ich nicht davon überzeugt bin, dass er das überhaupt gewesen ist. Weil ich traue ihm das heute noch nicht zu. Und ich bin auch heute noch der Meinung, dass er es nicht war. Er ist einfach zu dumm, um so viele Spuren zu verwischen, dass man ihn nicht so auf die Schliche kommt. Das glaube ich nicht. Dann ist er nicht fähig so gewesen. Dass er so viel Aggression aufbauen kann, um sowas zu machen, das glaube ich nicht. Das Urteil wirft auch bei Caroline Arnemann weitere Fragen auf. Sie ist auf dem Weg nach Mainz. Für mich passt einfach vieles nicht zusammen. Für mich gibt es Unstimmigkeiten, die ich mir nicht erklären kann. Ich muss das Urteil verstehen. Ich muss verstehen, wie das Gericht gedacht hat. Ich möchte den Tatort sehen. In der Nähe des Tatorts versucht sie, die Feststellungen des Gerichts zum Tathergang zu überprüfen. Diesen Weg soll er gegangen sein, als ihn die beiden Damen dann überholt haben, wo er eben auf die beiden Mordopfer aufmerksam wurde, gesehen hat, dass die beiden im Auto sitzen, gesehen hat, dass Mutter fährt, Tochter Beifahrerin ist und dann eben auch beobachtet haben soll, wie die auf das Grundstück einbiegen und dann eben seinen Tatplan geschmiedet haben soll. Das Gericht geht davon aus, dass das um kurz nach 22 Uhr war. Es stellt in seinem Urteil fest, der Angeklagte vermutete, dass die Frauen allein in dem Anwesen waren. Die Anwesenheit eines Mannes schloss er aus. Er ging ohne Aufenthalt weiter in Richtung Volkspark. Er wollte die Zeit verstreichen lassen, die nach seiner Auffassung die Frauen benötigten, um sich schlafen zu legen. Während seines Aufenthaltes im Volkspark fing es stärker an zu regnen, sodass sich der Angeklagte zum Schutze unter eine der Tischtennisplatten setzte. Eine wenig entfernte Unterstellmöglichkeit suchte er nicht auf, da er von niemandem gesehen werden wollte. Hier soll sich Klaus Breunig stundenlang unentdeckt versteckt haben. Caroline Arnemann findet das unwahrscheinlich, zumal es bessere Unterstellmöglichkeiten gegeben hätte. Dazu kommt dann natürlich, dass er von dieser Perspektive oder von dieser Position, wo er sich aufgehalten haben soll, auch über einen längeren Zeitpunkt nicht mitverfolgen konnte, was passiert im Tatanwesen. Das heißt, A, sind die späteren Tatopfer überhaupt noch da? Es hätte ja auch genauso passieren können, dass das Haus leer ist, er dort einsteigt und es ist faktisch gar niemand mehr da und er kann seine Tat deshalb nicht vollenden. Es hätte aber natürlich genauso gut sein können, dass noch irgendjemand dazukommt, sprich entweder der Hausherr oder beispielsweise der Freund von der Dorothee. Der hätte jederzeit natürlich noch in das Haus kommen können, ohne dass es der Herr Breunig als Täter mitbekommt. Und dann darf man sich natürlich die Frage stellen, was hätte er denn dann gemacht? Rätselhaft ist auch der weitere Tathergang. Bis heute ist unklar, wie der Täter ins Haus kam. Das Haus ist ein Bungalow. Die Eingangstür befindet sich an der linken Seite. Sie ist in der Mordnacht verschlossen. Einbruchsspuren gibt es nicht. Hinten führt eine Kellertür zu einem Souterrainzimmer. Hier wird die Tochter tot aufgefunden. Auch diese Tür ist verschlossen und ohne Spuren einer Fremdeinwirkung. Die Leiche der Mutter findet die Kripo im ersten Stock. Die einzige Verbindung zwischen Souterrain und Obergeschoss führt über eine lange Wendeltreppe. Der Täter muss sie also benutzt haben.
Auch die Türen im Obergeschoss sind verschlossen. Die Terrassenschiebetür im Erdgeschoss steht einen Spalt offen. Das spricht allerdings eher für den Fluchtweg des Täters, da Margot Geimer sehr ängstlich war und abends stets alle Türen abschloss. Die Putzfrau kommt am Morgen nach der Tat ins Haus. Sie bemerkt nichts. Sie schließt die Terrassentür. Die Zimmer der Mordopfer betritt sie nicht. Sie glaubt, die Frauen schlafen noch. Dann putzt sie die Treppe und verwischt so mögliche Beweise. Erst danach suchen die Beamten nach Fingerabdrücken des Täters. Auch an den Türen der Tatortzimmer, wo die Putzfrau nicht gewischt hat. Es finden sich aber keinerlei Abdrücke, nicht mal von den Hausbewohnern. Der Täter muss also seine Spuren sorgfältig beseitigt haben. Was war sein Tatmotiv? Im Zimmer der Tochter stoßen die Ermittler auf ein Tagebuch und eine Wasserpfeife. Wie sich herausstellt, nahm Dorothee Drogen und handelte sogar mit LSD. Die Beamten finden ein Buch mit Adressen von Abnehmern. Kommt der Täter also aus dem Umfeld von Dorothee Geimer? Ist hier ein Motiv zu finden?